Sascha. Wir haben für die Tage eine LAN-Party geplant, auf der hauptsächlich ältere Spiele gezeigt werden oder gespielt werden. Und da wollte ich einfach mal zeigen, dass wir dafür gerade keine großen Computer bauen, sondern eigentlich fast schon unsere Laptops ausreichen. Weswegen ich auch schon hier alle relevanten Spiele für uns auf dem kleinen ThinkPad, einem X60 von Lenovo installiert habe. Ihr habt ja auch schon ein paar Spezifikationen. Das Ding ist ein Quad Duo mit fast 2 GHz, 2 GB RAM, Debian 8.5 und hat eine Auflösung von maximal 1024x768, ja, theoretisch schon oldschool. Ja. Und installiert und was vor allen Dingen gespielt wird, das sind, gucken wir mal, wie warm es ist, das Gerät Edge of Empires 2 inklusive Erweiterungen, dann noch Counter-Strike 1.6, das haben wir uns ganz doll vorgenommen, weil jeder das vorher gerne gespielt hat natürlich, eventuell Doom, Hedge Wars, was im Grunde wie Worms World Party ist oder wie Worms Armageddon. Und Need for Speed 2 Second Edition, weil die läuft auch nativ unter Linux, was manchen meiner Freunde ganz gut kommt. Und wenn dann noch Zeit ist, vielleicht noch Open Arena, T-Worlds und wenn es noch mehr Strategie sein soll, habe ich noch Warzone 2100. Gucken wir uns mal ein paar Spielchen an und schauen wir mal, wie einfach oder wie gut die hier drauf laufen, weil eigentlich läuft hier drauf wirklich alles, was ich hier installiert habe. Jetzt startet der einen Moment, geht gleich los. Das ThinkPad habe ich mal gebraucht gekauft, für 300 Euro oder sowas und das läuft wunderbar. Das ist die Tablet-Variante, die kann ich auch drehen und als Tablet benutzen, als Convertible. Habe ja auch einen Stift, aber beim Spielen wird man natürlich eine Maus dabei haben. Alles andere wäre dumm. Nun gucken wir es uns mal an. Nehmen wir ein Tutorial-Level und ja. Oder nee, ich gehe mal in den Einzelspieler. Hier haben wir unsere Arbeiter. Sollen die erstmal ein bisschen Holz hacken, wurde mir der Tipp noch gegeben, gestern. Damit Ressourcen da sind und der Kollege hier erkundet mal. Da haben wir schon mal Gold, das ist gut. Und weiter geht's hier für den Kollegen. Da habe ich die Hotkeys nicht drauf. Das würde mir garantiert auf der LAN-Party zum Verhängnis werden, aber das würde noch. Das kriege ich auch so hin, denke ich. Schön, das Wildschwein töte all meine Leute. Ja, ich spiele die Briten. Okay. Sauber. Okay, gehen wir mal woanders hin. Auf jeden Fall läuft das Spiel und eigentlich war es ja schon, war Age of Empires 2 noch nie ein anspruchsvolles Spiel. Das läuft sogar auf Windows 95 Kisten von vor 20 Jahren, also bitte.
Und das war auch schon immer ein Hit auf LAN oder im Netzwerk in der Schule. Das haben wir ewig gespielt, von daher. Mal gucken. Als nächstes hat er gesagt, gucken wir uns Need for Speed 2 an. Wobei, nee, das habe ich euch letztens schon gezeigt in einem anderen Video. Gucken wir uns Hedge Wars an. Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Das ist wirklich wie beim World Party. Nur halt mit Eagle, ne? Und Open Source. Weil ich nicht wusste, wie viel Leistung das Spiel braucht, habe ich die Details auf ganz niedrig gestellt, aber es läuft. Sieht man hier auch. Im Grunde, ja, wie gesagt, es läuft. Wurmwechsel hier, ja. Und so fliegt die Biene zum Blümchen. Oder nicht? Mal sehen, wie der das jetzt macht. Oder nicht? Okay, dann muss der dran glauben. Stirb! Yes. Okay, was haben wir noch? Naja, Counter-Strike, ne? Zeige weiter, das mal, dass das wirklich hier drauf läuft. Das hätte ich hätte nicht gedacht, weil der Laptop hat eigentlich keine 3D-Beschleunigung. Keine große jedenfalls. Dass es trotzdem läuft, das erstaunt mich. Klar, wird ein bisschen warm, aber es läuft. Und das ist es, worum es geht. Ja, die typische Steam-Meldung, dass die Locals in der Ethik gesetzt sind, bla bla. Und ja. Ich spiel's jetzt mit dem typischen Thinkpad-Noppen. Dem hier. Weil ich hab keinen Touchpad. Eine Maus will ich nicht anschließen und ja, ich zeig's euch einfach, dass es läuft.
Das wird das Spiel, weswegen wir die LAN überhaupt ins Leben gerufen haben, also wäre alles andere schwachsinnig, wenn nicht laufen würde. Scheiß Nachtsichtgerät. Wer Dreck. Ihr seht, hier läuft es auch per WLAN, ne? Aber es läuft ziemlich stabil. Er hat einen Ping von 24, das geht eigentlich. 34 mal 17. Schwankt ein bisschen, aber kann damit leben. Ist ja nur zur Demonstration. Auf der LAN werden wir mit Ethernet-Kabel spielen, da macht das nicht so viel. Mal sehen, wer Zweck sein wird. Na dann. Echt klasse hier. Na, ist ja auch nur zu Demonstration. Ich wollte euch zeigen, dass es läuft und das tut's. Ich werde natürlich eine Maus mitnehmen, eine richtige. Und auch meine normale Tastatur und vielleicht sogar einen Monitor. Damit ihr ein bisschen nur größeres Bild habt, aber sonst. Wie gesagt, ich brauche anscheinend keinen extra PC mit Schlemmen und das ist schon mal eine große Erleichterung für die LAN-Party. Zeige euch nochmal kurz. Das habe ich euch schon gezeigt, das habe ich euch gezeigt, das. Die Words solltet ihr kennen. OpenTDD solltet ihr auch kennen. Falls nicht. Das ist es. Das schöne, lustige Spiel, wo man eine Firma besitzt und wirtschaften muss, Logistik und so ein Zeug, ne?
Also ziemlich ruhig, aber auch angenehm entspannt. Und wenn man gute Mitspieler hat, dann kann es ziemlich lustig werden. Von daher. Ja gut. Das war dann mal das Video. Und ja, das, was ich euch zeigen wollte, hat funktioniert. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.